Hallo meine Lieben, ich freue mich sehr, dass es noch Leute gibt, die Christus Jesus als ihren Herr und Heiland ansehen, die streben nach der Wahrheit und die streben so zu leben, nicht wie die Welt, sondern wie Gott es will. Und das hat mir heute jemand gesagt, die 10 Gebote kann man heute in einem Wort erklären. Und das Wort heißt Liebe. Ich denke, und ich bin auch sehr überzeugt davon, dass jeder, der zum Glauben gekommen ist, und geführt ist von dem Geist Gottes, versiegelt ist durch den Geist Gottes, kann sagen, dass es kein Schicksal ist und kein Glück ist, sondern es ist Gottes Führung in unserem Leben. Egal, ob es um Arbeit geht, ob es um Familie geht, ob es um Kinder geht. Wir Menschen versagen. Aber Gott verzagt nie. Und das, was wir eigentlich zugrunde richten, richtet Gott wieder auf. Weil wir das auch nicht mutwillig machen. Paulus sagt, solange wir hier auf dieser Erde leben, leben wir in einem Fleisch der Sünde. Können im Römerbrief das nachlesen. Wir leben in einem Fleisch der Sünde und wir kämpfen jeden Tag gegen diese Sünde. Weil das Fleisch ist immer gegen Gottes Willen. Das Fleisch will das Weltliche, das Fleisch will das erleben, was hier in der Welt angeboten wird. Und der Teufel hat auch so schön gesagt, als er hier unseren Herrn Jesus versucht hat, ich gebe dir alles, bete mich nur an. Und Jesus sagt, es ist geschrieben. Es ist geschrieben in Gottes Wort. Ich soll nur eins alleine Gott anbeten. Und wenn ich auch arm sterbe und nichts zum Essen habe, was ich nicht glaube, weil ich kann Gott in meinem Alltag erleben. Jeden Tag. Wenn ich auf ihn vertraue, wird er mich nicht hungern lassen. Wenn ich ihn glaube, wird der böseste Richter dieser Welt vor Gericht sanfter mit mir umgehen. Und er wird sich selber staunen, wieso das ist. Sie ist eine sehr schöne Geschichte in der Apostelgeschichte und das möchte ich euch heute vorlesen. Es passierte vor 2000 Jahren circa. Es geht um Paulus und Silas. Die haben Wort Gottes verkündigt. Und so wie auch heute die Muslime und viele die Christen verfolgen, was ein Hirngespinst ist, weil warum sind wir eigentlich Feinde? Nur weil wir anders glauben. Ich hasse keinen Muslime. Ich hasse auch nicht die Buddhisten, weil ich Christ bin. Und Gott sagt mir, ich soll sie lieben. Und ich liebe sie. Aber ich kann nicht eins mit ihnen sein. Ich kann nicht eins mit ihrer Lehren sein. Und es steht geschrieben in der Apostelgeschichte 16, es geschah aber, als wir zu Gebetsstätte gingen, dass uns eine Magd begegnete, die einen Wahrsagergeist hatte. Sie brachte ihren Herrn großen Gewinn durch Wahrsagen. Diese folgte dem Paulus und uns nach und schrie und sprach: Diese Menschen sind Knechte Gottes, des Höchsten, die euch den Weg des Heils verkündigen. Es ist schon komisch, oder?
Ein unreines Geist ruft sowas. Und dennoch lässt Paulus das nicht zu. Wir lesen dann weiter. Dies aber tat sie viele Tage. Paulus aber wurde unwillig, wandte sich um und sprach zu dem Geist: Ich gebiete dir im Namen Jesus Christus. Und da ist auch der Name Jesus als Herrscher, als Ersten genannt. Im Namen meines Herrscher Jesus und Erlöses Christus biete ich dir, von ihr auszufahren. Und er fuhr aus und zu selber Stunde, also sofort. Er brauchte keine Zeremonie, kein Ritual, es passierte. Und es kann auch heute sowas passieren, soweit es Gott möchte. Weil das, was Paulus gemacht hat, hat es nicht aus seinem eigenen Willen gemacht, sondern es wird nicht zugelassen, dass aus anderem Munde Gottes Heil verrichtet wird. Als aber die Herren sehen, dass die Hoffnung auf ihren Gewinn dahin war, das ist wieder das Geiz, Geld, Macht, griffen sie Paulus und Silas und schleppten sie auf den Markt zu den Vorsehern. Eigentlich kein Grund dafür, oder? Und sie führten sie zu den Hauptleuten und sprachen: Diese Menschen, die Juden sind, verwirren ganz und gar unsere Stadt und verkündigen Gebräuche, die anzunehmen oder auszuüben uns nicht erlaubt ist, da wir Römer sind. Was haben Paulus und Silas verkündigt? Ihr sollt euren König nicht lieben, ihr sollt rebellieren, ihr sollt stehlen, ihr sollt töten. Nein. Die haben das ewige Leben verkündigt. Die haben das Wort Gottes verkündigt, was Leben ist. Und das haben sie verdreht. Wir Römer dürfen sowas nicht annehmen. Und die Volksmenge erhob sich zugleich gegen sie, und die Hauptleute rissen ihnen die Kleider ab und befahlen sie, mit Ruten zu schlagen. Hat jemand hier eigentlich nachgedacht, was man tut? Hat man wenigstens ein Gericht geöffnet und gefragt: Was predigt ihr eigentlich? Warum sind diese Leute so aufgereizt? Nein, die Volksmenge. Wisst ihr, wie viele Aufstände auch heute gibt? Und es gibt Menschen, die wissen gar nicht, warum sie in der Aufstand teilnehmen. Der Mensch denkt nicht erst, der handelt. Und als sie ihnen viele Schläge gegeben hatten, worüber denke ich mir, Paulus war nicht so begeistert und Silas auch. Und da konnte Paulus und Silas fragen: Gott, warum lässt das zu? Warum lässt es zu? Warum hast du Gott gelassen, dass Jesus Christus gestorben ist? Warum lässt zu, dass Paulus und Silas geschlagen wird? Warum lässt zu, dass mein Kind stirbt? Warum lässt zu, dass meine Frau stirbt? Warum lässt zu meine Krankheit? Wenn Jesus Christus nicht gestorben wäre, hättest du das ewige Leben nicht gehabt. Wenn Jesus Christus nicht gestorben wäre, hättest du keine Beziehung zu Gott aufbauen können. Wärdest du kein Kind Gottes heute, und ich auch nicht, dann wäre mein Leben sinnlos. Überhaupt sinnlos. Für was würde ich dann leben noch? Nur zu schaffen, Kinder zu erziehen. Für was? Dann wäre mein Leben sinnlos. Und Jesus hat gesagt: Wenn ihr mir folgt, werdet ihr gehasst werden. Und ich, in dem Moment, wenn ich Jesus Christus angenommen habe,
habe ich den Kampf der Welt angesagt. Und ich kämpfe mit der Waffen der Liebe. Wenn die mich schlagen, bete ich für sie. Wenn die mich verspucken, bete ich für sie. Wenn die mir alles nehmen, bete ich für sie. Weil das, was sie mir nehmen, das hat mir Gott gegeben. Und Gott kann mir wieder das geben. Das ist die Frage, ob ich da auch so glaube. Ob ich da auch so geradeaus sehe und sage, Herr, alles, was ich habe, habe ich von dir. Und das, was ich nicht habe, kannst du mir geben. Umso mehr. Und die werden geschlagen, ja. Dieser warf sie, als er solchen Befehl empfangen hatte, in das innere Gefängnis und befestigte ihre Füße im Bock. Um Mitternacht aber beteten Paulus und Silas und lobsangen Gott und die Gefangenen hörten ihnen zu. Das ist die Macht Gottes, liebe Leute, was wir jeden Tag erleben können, wenn wir an ihn glauben. Egal, was uns umgibt, egal, was wir erleben im Alltag, egal, was uns kommt, die Pest, die Cholera, das Überflutung, egal was. Ich kann Gott loben, weil ich weiß, er sorgt für mich, er ist mit mir. Und auch wenn ich diesen Leid ertragen musste, habe ich mich recht ertragen, weil ich habe für einen Namen, der würdig ist, dass ich das ertragen kann. Ich spiele mit den Gedanken, bin ich jetzt errettet, bin ich nicht errettet? Bin ich ein Kind Gottes, bin ich nicht ein Kind Gottes? Hat denn Gott Jesus Christus nicht gesagt, wer an mich glaubt, ist mein Kind? Dann kümmere dich darum, dass du lieber Gedanken machst, wie ich Gott gefallen kann in den Alltag. Das ist das, was ich als Christ als Grundlage meines Lebens mache. Ich möchte Gott voll und ganz in seiner Hand ein Gefäß sein, der er benutzt. Und wenn es geschlagen wird, schlagen die Gott und mich auch. Ich spüre auch die Schmerzen, aber Gott kann diese Schmerzen lindern. Und Paulus und Silas lobsangen Gott und die Gefangenen hörten ihnen zu. Und plötzlich aber es geschah ein großes Erdbeben, so dass die Grundfeste der Gefängnisse erschüttert wurden. Und sofort öffneten sich die Türen und alle Fesseln lösten sich. Als aber der Kerkermeister aus dem Schlaf aufwachte und die Türen des Gefängnisses geöffnet sah, zog er das Schwert und wollte sich umbringen, da er meinte, die Gefangenen seien entflohen. Das wäre seine Todesstrafe gewesen, liebe Leute. Das wäre seine Todesstrafe gewesen, weil er an der Tor war und er hat nicht gehütet, dass die Gefangene im Gefängnis bleiben sollen. Das war sein Todesurteil. Und Paulus rief mit lauter Stimme und sprach, tu dir kein Leid, denn wir sind alle hier. Hätte jetzt Paulus nicht gesagt, hey, ja, Gott hat uns geholfen, ja, jetzt aber weg von hier. Nein, Paulus hat hier auch Gott vertraut und hat gesagt, nein, wir bleiben hier. Unsere Fesseln sind weg, wir können laufen, die Türen sind offen, wir können laufen, Gott ist mit uns. Nein, ein Mensch, der Gott liebt, ein Mensch, der Gott gehört, denkt nicht menschlich mehr, sondern er überlässt den Geist Gottes die Führung meines Lebens, egal was es passiert. Wie lasst du dich führen von dem Geist Gottes? Nicht indem ich Gemeinschaft mit Gott habe jeden Tag, auch wenn ich hadere wie Hiob. Auch wie der Psalmist sagt, wie lange schweigst du noch, o Herr? Und danach sagt er, ich lobe aber, ich preise, ich vertraue auf ihn. Liest mal die Psalmen. Das sind Menschen, die Gott erlebt haben. Das sind Menschen, die mit Gott in Beziehung waren. Und ich will auch so leben. Wie lebst du denn? Willst du Gott erleben? Es verlangt nur Glauben und du erlebst ihn.
Tag für Tag, Stunde für Stunde, Sekunde für Sekunde. Tu dir kein Leid, denn wir sind alle hier. Er aber forderte Licht und sprang hinein, und zitternd fiel er vor Paulus und Silas nieder. Dieser Türwächter, dieser Kerkermeister, dieser Boss, der hat gehört, wie Paulus gebetet hat, hat gehört, wie die anderen Gefangenen auch. Und alle haben sich gewundert und haben gesehen, wie ein großer Gott diese zwei Männer haben. Und er führte sie hinaus und sprach: Ihr Herren, was muss ich tun, dass ich errettet werde? Ist das nicht ein Zeugnis, in tiefen Zeiten unseres Lebens? Der Feind fragt mich, was muss ich machen, dass ich dein Gott als meinen Gott habe? Um was kümmerst du dich? Du kümmerst dich um deine Arbeit. Du kümmerst dich um deine Arbeitslosigkeit oder um deine Zukunft. Sagt nicht Jesus, kümmert euch für den Heute. Weil das ist euer. Das, der Tag, was ich heute erlebe, ist meins, was ich mit Gott erleben kann. Was erwarten wir? Wir sagen, Gott ist ungerecht, weil er das und jenes zulässt. Warum greift er nicht ein? Du bist so blind, wenn du so denkst. Gott greift ein. Und er macht alles richtig, weil er die Menschheit liebt. Aber wenn wir nicht glauben, wenn wir mit ihm keine Gemeinschaft haben möchten, was erwarten wir dann eigentlich von ihm? Was erwarten wir eigentlich von ihm? Und da sagt Paulus in Römer 4, in Römer 5, Kapitel 5, Vers 1, da wir nun gerechtfertigt worden sind aus Glauben, so haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus, durch den wir mittels des Glaubens auch Zugang erhalten haben zu dieser Gnade, in der wir stehen und rühmen uns in der Hoffnung der Herrlichkeit Gottes. Nicht allein aber das, sondern wir rühmen uns auch in der Trübsal. Das ist Trübsal, was Paulus erlebt hat. Das ist Trübsal, was die verfolgten Christen in der kommunistischen Zeit, in der arabischen Welt jetzt erleben, in China erleben. Wir in Deutschland, Gott sei Dank, noch nicht. Aber wir erleben das hier in Deutschland nicht, weil wir sind die Träger der Martyrer. Wir dürfen für sie beten um Kraft, um Zeugnis, um Macht, dass Gott sie segnet. Hast du mal dran gedacht? Da wir wissen, dass die Trübsal ausharren wird, das Ausharren aber Bewährung, Ausharren in der schweren Zeiten, die Bewährung aber Hoffnung, die Hoffnung aber lässt sich nicht zu Schanden werden, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unseren Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben worden ist. Denn Christus, heißt jetzt wieder Christus, als wir noch kraftlos waren, zu bestimmter Zeit für Gottlose gestorben. Wie erlebst du deinen Tag mit Herrn? Indem du denkst, bin ich ein Gott, Kind Gottes, bin ich jetzt errettet? Was ist, zweifelst du an Gottes Wort? Zweifelst du an das, was Paulus sagt? Der Apostel, der von Jesus Christus persönlich geschickt worden, um deine Errettung, um deine Grundlagen zu verzeichnen und sagen, Liebe, Glauben, Ausharren, Hoffnung, das soll dich prägen in der Beziehung mit mir, mit Jesus Christus. Du bist ein Teil des Leibes, glaub das endlich.
Wenn du an Jesus Christus glaubst, an Christus, der Sohn Gottes, der für dich starb am Kreuz, wenn du deine Sünden bekennt hast, da hast du jeden Tag den Kampf mit dem Fleisch. Weil solange wir noch hier leben, und es ist nicht mehr lange, glaub mir, es ist nicht mehr lange, weil Jesus Christus kommt bald, alle Zeichen sprechen davon und ich habe schon Videos davon gemacht. Aber man bedarf keine Videos und bedarf eigentlich nichts. Es sind Prophezeiungen, die können wir lesen und wir können die Zeichen der Endzeit sehen und wir sehen, das muss jetzt was kommen, weil selber die Welt schreit nach Erlösung. Selber die Welt schreit nach Erlösung. Glaubst du wirklich, dass Jesus Christus der Herr in dein Leben ist? Dann vertrau ihm jeden Augenblick, jede Minute. Und er wird dich erheben über all deine Feinde. Wenn du heute geschlagen wirst und du Gott vertraust und weißt, dass du für eine gute Sache geschlagen wurdest, dann wird dir Gott das Tausendfache im Guten bezahlen. Wenn du vor Christi Stuhl, Richterstuhl sitzt, als Verfolgter wird er dich als Verfolgter hochheben und dich über diejenige stellen, du wirst die richten, die dich verfolgt haben. Wenn du aber gebetet hast für die Verfolgten, wirst du aber ein Lob kriegen auch von und Dankeschön auch von die, die verfolgt wurden. Und all dieses Lob wirst du von deinem Christus erhalten, weil du auf ihm vertraut hast durch deinen Glauben. Meine Lieben, Gott segne euren Alltag. Kümmert euch nicht drum, was ab morgen passiert, sondern kümmert euch, dass ihr jeden Augenblick mit Gott, mit Christus Gemeinschaft haben dürft. Denkt nicht dran, ob ich ein Kind Gottes bin, nur weil ich rauche oder weil ich gesündigt habe schon wieder. Diese Zeit geht vorbei. Wenn wir bei Gott sind, werden wir nicht mehr sündigen müssen. Dann ist dieses Fleisch vorbei. Und Gott ist derjenige, der mir versprochen hat, dass das, was er in mir angefangen hat, das wird er vollenden. Glaub doch einfach, er vollendet in dir. Du bist nicht deswegen gelobt, weil du gute Werke von dir aus gemacht hast, sondern weil du an Jesus Christus, an der für dich starb, weil an ihn glaubst. Das ist deine Errettung. Und weil du das geglaubt hast und Jesus Christus, sein Geist, der Geist des Gottes, das Heilige Geist in dir gegeben hat, tut er die Werke des Fleisches immer schwächer und schwächer und schwächer und schwächer und schwächer machen. Und irgendwann, wenn er kommt, bist du als Sieg erfolgreich weg von ihm. Meine Lieben, Gott sei gelobt und gepriesen. In allen unseren Augenblicken, ob ich grille, ob ich trinke, ob ich geschlagen worden bin, ob ich schlafe, ob ich stehe, ob ich gehe. Mein Gott ist mein Alles. Er ist mein Leben in Christus, der für mich starb. Gepriesen sei er, soll er sein für immer und ewiglich. Und er soll uns helfen, diesen Glauben fest und dass wir das auch ausüben, Tag für Tag. Du bist für mich gestorben, Jesus Christus. Du hast es mir verheißen, dass du dich um
mich kümmerst und ich weiß, du gibst mir das, was ich notwendig habe. Man könnte noch so vieles sagen, aber ich denke, wir sollen das erstmal verdauen. Und wir sollen unser Leben prüfen. Wo stehen wir damit? Gelobt und gepriesen sei der Herr.